An diesem September-Montagmorgen wünschen wir ein wunderbares, ein angenehmes Aufstehen und wir melden uns aus Tirol, aus Zirl. Und wir können eines versprechen, es wird eine wirklich sportliche Woche werden, denn Sie haben schon gesehen, hinter uns die jungen Ringerinnen und Ringer, die ringen mit der Fitness am frühen Morgen. Nein, aber es wird eine weltmeisterliche Woche. So ist es, weil die Schule hat jetzt auch hier wieder begonnen und es sind alle Weltmeister, die es schaffen, jetzt aufzustehen. Nein, hast du nicht gemeint. Es findet hier in Tirol in Kürze die Radweltmeisterschaft statt und gerade aktuell die Kletterweltmeisterschaft. Sehr erfolgreich. Ja, sehr erfolgreich. Wir blicken natürlich auch zurück auf das große Finale im Vorstieg der Herren gestern. Sensationell. Der junge Tiroler Jakob Schubert hat den WM-Titel geholt. Wir haben da fest die Daumen gedrückt. Genau, und wir freuen uns, weltmeisterlich geht es auch jetzt weiter. Wir haben genau zugeschaut, das wollte man noch erzählen. Zugeschaut haben wir gestern auch. Am Handy waren wir mit dabei. Er war so aufgeregt, er, der Kletterer. Aber wir haben fest die Daumen gedrückt und mitgejubelt. So ist es. Montag ist und wir wollen wieder fit in die Woche starten. Und heute wollen wir uns einmal den Ringsport, den Ringersport genauer anschauen. Und bei mir zu Gast ist Daniel Posch. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Vom Ringsportclub Inzing. Und genau, mitgebracht haben Sie den gesamten Nachwuchs. Ja. Die werden uns jetzt auch einiges zeigen. Genau. Das Ringen. Wann kann man eigentlich damit beginnen? Wie man sieht, schon früh. Man kann eigentlich bei uns startet so mit 6 Jahren, die Kinder, also da lernt man nur eigentlich so Fallschule, Rollen, also nur keine Griffe, nur eigentlich das Richtige und Ball spielen, also Freude an der Bewegung. Ist eigentlich, eignet sich dann eigentlich Ringen auch zur Selbstverteidigung, so wie Judo oder? Leicht, ja, natürlich. Also man kann sich schon selber verteidigen, das ist schon klar, mit Schwunggriffe und so, aber für das trainieren wir es eigentlich nicht. Wir sehen, es sind auch einige Mädchen mit dabei. Also das heißt, das ist für jeden geeignet. Ja, für jeden. Also wir haben relativ viele Mädchen, ja. Was ist eigentlich beim Ringen? Ist eigentlich eine uralte Sportart. Kommt, genau, glaube ich, aus Griechenland. Genau, ja. Und ist war schon eine sozusagen eine urolympische Disziplin. Ja. Also ich glaube, eine von den ersten, was bei Olympia dabei war. Worum geht es eigentlich beim Ringen? Weil wenn man jetzt zuschaut und selber unbedarft ist, kennt man sich nicht aus. Man sieht dann meistens zwei, die am Boden liegen. Wichtig, also Grund, also damit die den Gegner auf die Schultern bringen, das ist eigentlich das Hauptziel vom Ringen. Dann hat man den Kampf gewonnen vorzeitig. Das heißt, wenn der Gegner mit den Schulterblättern am Boden liegt? Schulterblättern auf der Matte liegt, ja, dann hat man eigentlich den Kampf gewonnen. Worum geht es eigentlich beim Ringen? Ist es die Kraft oder? Es spielt alles mit. Kondition, Koordination, Kraft. Also man kann jeden Bereich trainieren, braucht jeden Bereich. Und man kann da wirklich relativ viel mit den Kindern machen. So, jetzt sind Sie, glaube ich, aufgewärmt. Genau, ja. Jetzt sehen wir schon die ersten. Schulterschwünge, man sieht da. Schulter, da bringt mein Gegner eigentlich in die gefährliche Lage und führt dann zum Schultersieg. Das heißt, ich kann mit einem einzelnen Wurf kann ich den schon Kampf beenden. Ja. Es ist ja so, es findet jetzt Ende September findet dann die europäischen Sportwochen statt. Da kann man auch zu Ihnen schnuppern kommen. Was ist das genau? Da kann man eigentlich das Ringen halt beschnuppern, wie man da anfängt. Die Mädchen zum Beispiel kann man auch dazu bringen. Genau, es läuft unter dem Hashtag, man sieht das eher auf Ihrem Leiberl, Hashtag BeActive. Das heißt, man kann sich in dieser Zeit, in diesen europäischen Sportwochen, kann man sich verschiedene Sportarten anschauen, so auch das Ringen, genau, und ausprobieren. Wie ist es eigentlich beim Ringen? Gibt es da eigentlich irgendein Alter, wo man sagt, bis dahin sollte man angefangen haben? Oder kann ich noch kommen und sagen, ich möchte jetzt Ringen beginnen? Schwierig, okay, sagen wir, weil die ganze Fallschule und die Grundvoraussetzung fehlt, aber natürlich gibt es Ausnahmetalente, das ist sicher kein Tipp. Ich habe den Hinweis verstanden, ist in Ordnung. Nein, aber wann wäre eigentlich so dass ein gutes Alter, um mit dem Ringen zu beginnen? Sechs Jahre als Kind. Mit der Schule kann man auch mit dem Ringen beginnen. Genau, ja. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Sie begleiten uns ja heute den ganzen Tag. Genau, wir werden noch einige Übungen sehen, die man vielleicht auch selber machen kann, um fitter zu sein, wo man nicht gleich mit den Schultern am Boden liegt. Ja, und wir schauen jetzt einmal zu Sabine. So ist es, Sabine. Wir sprechen heute über das Ringen, über den Ringsport sozusagen. Wir wollen ja am Montag immer fit in die Woche starten. Bei mir zu Gast ist Daniel Posch. Sie sind Ringertrainer und zwar vom Ringsportclub Inzing zu uns gekommen. Das Ringen ist ja eigentlich ein wirklich uralter Sport. Uralt, also Gründungsmitglied von Olympia und hat eigentlich sehr große Tradition. Es ist ein sehr körperbetonter Sport, das heißt, man braucht viel Kraft, oder? Viel Kraft, ja. Schon viele Übungen,
damit man sehr kräftig wird, auch die Nackenmuskulatur stärkt. Wir sehen hier schon die Profis sozusagen und den Nachwuchs. Was sehen wir da genau? Vielleicht kann man das ein bisschen beschreiben. Das sind jetzt eigentlich zwei Bärchen, die anderen ringen griechisch-römisch. Ja. Das größere Bärchen, das ist, sind eigentlich Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt. Und die etwas kleineren, die ringen eigentlich Freistil. Man sieht schon, da kann man Beinangriffe und den Fuß nehmen. Aber was ist der Unterschied zwischen, Freistil und griechisch-römisch? Im Freistil sind Beinangriffe erlaubt. Okay. In griechisch-römisch sind diese nicht erlaubt. Das heißt, bei griechisch-römisch geht es allein nur mit dem Oberkörper? Genau, ja. Wann hat man eigentlich gewonnen beim Ringen? Wenn sich der andere nicht mehr rührt? Oder? Nein. Entweder technische Überlegenheit, viele Griffe oder eben den Gegner auf die Schultern zu bringen. Wenn ich mir das so anschaue, das Fallen muss man, glaube ich, lernen bei diesem Sport. Das ist durchaus anzuraten und wichtig. Genau, ja, die Fallschule, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Das sind eigentlich so die ersten Übungen, was man als kleiner Junge oder kleines Mädchen lernt. Es scheppert sehr imposant, wenn das. Gehört das dazu? Das gehört dazu, ja. Wann sollte man eigentlich mit diesem Sport beginnen? Mit 6 Jahren, würde ich sagen, als Kind. Also mit Eintritt in die Schule. Genau, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Kann man das auch im fortgeschrittenen Alter noch? Aber wenn ich jetzt so sehe, wie die herumstürzen, dann glaube ich, ist das nicht mehr so. Eher nicht empfehlenswert. Wir werden heute auch noch einige Übungen sehen, die man zu Hause machen kann, um den Rücken und so weiter zu stärken. Es findet jetzt in wenigen Wochen die Europäische Woche des Sportes statt. Das ist auch immer eine Gelegenheit für Interessierte, sich einen Sport näher anzuschauen, zu schnuppern. Das wird auch bei Ihnen möglich sein? Genau, ja. Beim RSC Inzigen kann man sich anmelden und dann kann man da mal ein Schnuppertraining machen. Wie sieht das aus? Das ist ja nicht nur für Burschen, sondern wir haben vorher, sind auch einige Mädchen mit dabei. Ja, natürlich. Mädchen sind immer willkommen und sind eigentlich relativ gut bei uns. Wenn ich jetzt dann zu Ihnen kommen will, wie sieht das aus? Da muss ich mich anmelden und dann, wie sieht so ein Schnuppertraining dann aus? Schnuppertraining wird anfangen wahrscheinlich mit Rollen, Rolle vorwärts und so leichte Übungen, Kräftigungsübungen, Liegestütz, Sit-Ups und dann langsam fängt man dann an, so sich bewegen gegenseitig hin und her, schieben und dann so einen Griff zu machen. Wie sieht eigentlich so ein klassisches Training aus? Ist da viel Krafttraining dabei? Ist da Falltraining, Griffe? Verschieden. Bei Kindern eher mehr Falltraining, also und Spiel ist immer wichtig bei Kindern, dass sie die Freude erhalten. Ja. Und dann eigentlich viel Techniktraining in jüngeren Alter. Und bei Älteren eben, da ist dann schon viel Krafttraining auch und Konditionstraining. Und das ist eigentlich relativ ausgewogenes Kraft kann nicht schaden. Daniel Posch, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind mit Ihren Schülern und Schülerinnen. Wir schauen jetzt einmal, wie das Wetter wird und das weiß Sabine. Montag ist's und da wollen wir uns natürlich auch immer ein bisschen in die Welt des Sports bewegen und nicht nur, ja, bewegen ist eigentlich der richtige Ausdruck. Heute geht's um das Ringen und wir werden auch noch einige Übungen sehen, die man als Nichtringer sich selbst abringen kann zu Hause. Und bei mir zu Gast ist Klaus Draxl, Obmann des Ringsportclub Inzing. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Bevor wir jetzt über das Ringen sprechen, es steht die Europäische Woche des Sports vor der Tür. Die wird dann ab dem 22. September starten. Was ist denn das genau? Ja, das ist ein Projekt der EU, das in 30 Ländern ausgeführt wird. Und die BSO mit den Dachverbänden hat sich da bereit erklärt, dass es auch in Österreich stattfinden kann. Und es gibt über 2000 Bewegungsprojekte, wo sich Kinder im Rahmen des Be Active. Ist das nur für Kinder oder auch für Erwachsene? Können natürlich tun, aber in erster Linie will man mal die Kinder ansprechen, dass sie da mitmachen und dass sie sich bewegen, weil es ja immer wieder aufkommt, dass da Bewegungsmangel herrscht. Und das läuft unter dem Hashtag Be Active. Richtig. Apropos Be Active, wir sehen das jetzt im Hintergrund. Da sind schon einige Übungen, weil beim Ringen muss man fit sein. Man muss Stärke haben. Was sehen wir da? Das kann man, glaube ich, zu Hause auch schaffen. Da sehen wir jetzt Rückenstärkungsübungen. Jeder jammert, mir tut das Kreuz weh. Wenn man aber ein paar so Kleinigkeiten übt, so wie jetzt, dass man praktisch die Beine hochhebt, dann kann man schön hinten im Bereich der Lendenwirbelsäule. Das heißt, mit den Ellbogen nach vorne abstützen. Genau. Das geht ordentlich in die Bauchmuskeln. Man braucht Bauchmuskeln und auch Rückenmuskulatur. Beides wird dabei trainiert. Und dann macht man jetzt zum Beispiel Bauchmuskelübungen, Sit-Ups,
wie sie so schön heißen. Also das geht schon richtig rein. Also wer ein Waschbrett braucht, und ich glaube, das schafft wirklich jeder machen. Zu Hause. Ja, man macht nach weniger. Nach zwei, drei Übungen hat man nicht gleich einen Waschbrettbauch. Nein. Mit einem Waschbärbauch geht das auch. Diese Europäische Woche des Sports, das heißt, man kann auch in den einzelnen Vereinen vorbeischauen und auch einmal ein bisschen Schnupper trainieren. Ja, genau. Das kann man über das Internet alles machen. Also wenn man da reingeht und schaut, Schnupperwoche. Und dann kann man sich verschiedene Sportarten auswählen, kann dort hingehen. Kostenlos ist das Ganze und das wird österreichweit angeboten. Beim Ringen jetzt, wenn man sich dafür interessiert, das ist eine sehr körperliche Sportart. Ab wie vielen Jahren kann man da beginnen? Man kann ungefähr mit 6 Jahren beginnen. Das heißt jetzt und mit Schulbeginn sozusagen? Ja, das ist jetzt ideal, weil auch das Sportjahr im Herbst beginnt. Und da wird ganz einfach einmal mit ebenso einfachen Bewegungsübungen begonnen. Rollen, Fallübungen und ein bisschen Kräftigung der Muskulatur. Klaus Draxl, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind mit Ihrem Ringerverein, die uns jetzt hier noch einige Übungen zeigen. Wir schauen jetzt einmal, wie das Wetter wird. Ich glaube, es wird so ein richtig schöner Spätsommertag und Tage.